Vom Kampf gegen eine grausame Krankheit kommen wir zu einem Spiel mit Karten. Wenn man Skat hört, also das Kartenspiel, denkt man vielleicht an ältere Herrschaften mit Hut, die das seit 30 Jahren spielen, in der Kneipe im Ort, immer sonntags um kurz nach 8. Aber Schluss mit den Klischees. Es gibt auch jugendliche Skatspieler, teilweise sogar 8-jährige Mädchen, bei denen man vielleicht ein ganz anderes Bild der Freizeitgestaltung im Kopf hätte. Am Wochenende fanden hier in Hannover die Jugendmeisterschaften im Skat statt. Und die jungen Spieler haben sich von meinem Kollegen Peter Ernsting mal in die Karten schauen lassen. Wer am 1. Dezemberwochenende in der Jugendherberge am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg reinschaute, konnte dort Kinder und Jugendliche beim Kartenspielen beobachten. Auf den ersten Blick sicher nichts Ungewöhnliches, bis man dann bemerkt, was die dort eigentlich spielen. Das wohl urdeutscheste aller Kartenspiele, Skat. An diesem Wochenende wurden die 5. norddeutschen Schüler- und Jugendmeisterschaften im Skat ausgetragen. Ein Kartenspiel, das im nächsten Jahr auf eine 200-jährige Geschichte zurückblickt. 142 aktive Teilnehmer in 4 Altersgruppen waren am Start. Bambini, Schüler, Junioren und Jugend. Da haben wir einmal die Kategorie 8 bis 13 Jahren, das sind die Bambinis. Dann haben wir 13 bis 15, das sind die Schüler. Dann haben wir 16 bis 17, das sind die Jugendlichen. Und dann haben wir 18 bis 25-Jährige, das sind Junioren. 4 Serien A 48, bei den Schülern 32 Spiele und die Bambinis absolvierten 16 Spiele pro Serie. Konzentriert ging es dann zur Sache. Skat gilt in Deutschland im Unterschied zu anderen Kartenspielen nicht als Glücksspiel. Viele der Teilnehmer sind über Schul-AGs zum Skat gekommen. Da Skatspielen Kopfrechnen und das Mitzählen der einzelnen Stiche erfordert, trainiert aktives Skatspielen die kognitiven Fähigkeiten der Spieler. Ein Anreiz, sich im Skat zu engagieren, ist sicher die Möglichkeit, sich auch auf internationalen Turnieren zu messen. Die meisten sind Deutsche, die ausgewandert sind nach Brasilien, Südafrika. Das sind dann die meisten, die kommen. Es kommen aber auch Kanadier, Polen, also auch wirklich auch welche, die denn dort schon die ganze Zeit leben, kommen dann zum Beispiel dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft in Polen, sind dann 750 Teilnehmer gewesen. Die meisten waren zwar Deutsche und Polen, aber es waren halt auch, wie gesagt, Kanadier dabei. Gewonnen hat bei den Bambinis Heili Wasmund vom SC Omablatt Möllenhagen, 8 Jahre alt.